Was wir heute an den Finanzmärkten sehen, ist typisch, aber noch nicht sehr überzeugend. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster. Zumindest noch nicht wirklich überzeugend. Warum ist es typisch? Zunächst mal, wenn man sich vor Augen hält, was wir gestern an Panik an den Anleihenmärkten gesehen haben. Speziell italienischer Anleihenmarkt, eine massive Umschichtung in den deutschen Anleihenmarkt. Dann ist das natürlich kaum zu toppen und schon gar nicht gleich am nächsten Tag. Aber es ist nicht so furchtbar überzeugend, weil erstens die Bewegungen nicht wirklich so sind, dass man sagt, naja, da ist wirklich der Glaube, da ist wirklich das Vertrauen da. Und warum ist das Vertrauen nicht da? Weil schlichtweg es so ist, dass die EZB, also praktisch der Retter, der hier retten könnte, sagt, naja, das, eigentlich geht uns das Ganze nichts an. Das ist eine politische Krise, eine politische Situation. Und wir sind nicht mandatiert, um politische Situationen zu lösen. Haha, könnte man da befreit auflachen. Aber die EZB hat natürlich manche politische Krise faktisch schon versucht zu lösen oder gelöst. Aber das zumindest ist jetzt eine Situation, in der sie wirklich kaum etwas machen kann. Wir stehen jetzt vor der Situation, dass die EZB ja Billionen an Staatsanleihen vor allem, aber auch an Unternehmensanleihen etc. in die Märkte gepumpt hat. Und es reicht eine kleine oder etwas größere politische Krise in Italien, um wieder die Zukunft der Eurozone in Frage zu stellen. Also das kratzt doch ein bisschen an der Glaubwürdigkeit der EZB, an der Nachhaltigkeit, an der langfristigen Nachhaltigkeit der Rettungspolitik der EZB. Und in Italien ist die Situation jetzt die, dass es möglicherweise doch noch zu einer Koalition zwischen Lega und Cinque Stelle kommen kann, wenn dieser Minister, der Wirtschaftsminister, der vorgeschlagene Wirtschaftsminister Savona, den ja Mattarella abgelehnt hat, durch einen anderen Kandidaten ersetzt werden kann. Cinque Stelle versucht in diese Richtung zu gehen und zu sagen, hey, vielleicht können wir da einen anderen finden, den Mattarella akzeptieren würde. Aber Lega sagte, nö, eigentlich nicht, das ist unser Mann, das ist unser Kandidat, der unsere Position am klarsten auf den Punkt bringt. Und das Problem ist jetzt schlichtweg, dass die Lega viel zu gewinnen hat durch Neuwahlen. Nach jüngsten Umfragen steigt der Stimmenanteil von 17% auf 25%, also ganz erheblich, während Cinque Stelle stagniert. Das heißt, Lega hat ein definiertes Interesse an Neuwahl, weil man dann Zugewinne erwarten kann, während Cinque Stelle eben versucht, diese Neuwahlen zu vermeiden. Und in der Summe spricht vieles dafür, dass die Interessenskonstellationen zu weit auseinander sind, als dass es dann wirklich zu dieser Konstellation käme. Und dann würde vieles darauf hindeuten, dass wir diese Neuwahlen bekommen, möglicherweise schon vor Ende Juli. Darauf drängt zumindest Lega, weil man sagt, okay, da beginnen die Sommerferien in Italien, das ist ein bisschen unpässlich, das passt nicht so gut ins Bild. Warum sind die Märkte heute ein bisschen erleichtert? Aus zwei Gründen. Erstens hatte zunächst Cottarelli gesagt, ja, ich bin vielleicht doch in der Lage, hier eine Regierung zu bilden, aber das sieht eher mau aus. Aber vielleicht wichtiger heute, Anleiheauktionen Italiens, eine 10-jährige und eine 5-jährige, und die Renditen sind zwar massiv nach oben gegangen, gemäß der Entwicklung der italienischen Anleiherenditen in den letzten Tagen, aber die Nachfrage war ziemlich ordentlich. Mithin sieht es also so aus, dass die Käufer nicht ausgehen für italienische Anleihen, und das hat dem Markt so ein bisschen den Glauben gegeben, dass die Dinge nicht ganz absaufen. Das hat die Aktienmärkte gestützt, hat die italienischen Banken gestützt. Aber wie gesagt, so wahnsinnig viel ist da nicht passiert, und der DAX ist zunächst mal nach oben gegangen in voller Vorfreude, ist dann wieder ein bisschen abgesackt und versucht sich jetzt an die Amerikaner dran zu hängen, die im Grunde ebenfalls so ein umgedrehtes Spiel zu gestern spielen. Gestern ja die Banken in den USA massiv unter Druck nach der Gewinnwarnung von JP Morgan. Heute sind es die Banken vorwiegend, die Gewinne erzielen können. Schauen wir uns die Chose gleich mal in den Charts an, nachdem ich Ihnen noch sage, dass das BIP in den USA ein Ticken unter der Erwartung war, auch die ADP-Arbeitsmarktdaten etwas schlechter als erwartet, aber das Handelsbilanzdefizit eben auch etwas geringer als erwartet. Das Handelsbilanz oder die Handelsbilanz fließt in das BIP ein, sodass möglicherweise dann das BIP aus dem zweiten Quartal, also die kommenden Zahlen, dann etwas besser werden, aber wir werden sehen. Jedenfalls sehen wir eine Beruhigung am italienischen Anleihenmarkt. Wir sehen heute Dollarschwäche, wir sehen Aktienmarktstärke, aber sehr, sehr begrenzt. Insofern ist das eben eine Erholung, die typisch, aber eben nicht so furchtbar überzeugend ist. Schauen wir uns mal diese Dinge grafisch an. Mithin also in den Charts sehen wir hier den DAX, der bei 12.734 handelt, 35. Nach wie vor sieht dieser Chart für mich angeschlagen aus. Ist nach wie vor so, dass wir nicht mal die Mindesterholung bei 12.800 erreicht haben. Das wäre das Mindeste, richtig.
Gut würde es erst für den DAX wieder aussehen, wenn wir über die 13.035, also über diese beiden Schultern kämen. Noch ist das nicht der Fall. Der DAX verhält sich so ein bisschen nach wie vor wie der Euro. Wir sehen hier ein ganz ähnliches Muster. Das ist der Euro, der natürlich richtig auf die Mütze bekommen hat, jetzt sich ein bisschen erholen kann. 1.1616 aktuell. Hier sehen wir den DAX. Das sind sehr ähnliche Muster und das ist eben auch das neben der EZB, was mich hier skeptisch stimmt, also dem Nicht-Eingreifen der EZB ist, dass der Euro eben aus den falschen Gründen Schwäche zeigt. Deswegen kann der DAX wahrscheinlich davon nicht profitieren. Er zeigt aus den falschen Gründen Schwäche, weil er sozusagen der Indikator für das Vertrauen in die Eurozone ausländischer Investoren ist. Und damit ist es trotz dieser leichten Erholung offenkundig nicht allzu gut bestellt. Wir haben den vielleicht derzeit entscheidenden Chart hier, die italienische 10-jährige Anleihe. Heute zunächst mal erholt, dann kam die Anleiheaktion mit den höheren Renditen, war man erst so ein bisschen erschreckt, 10-jährige, 5-jährige Anleiheemissionen, jetzt sind wir wieder bei knapp 125, aber wir waren schon deutlich über 126, also das ist angesichts des Abverkaufs hier, den wir zuvor gesehen haben, doch eine eher auch schwächliche Erholung. Die Kuh ist also noch lange nicht vom Eis und solange diese Kuh, nämlich die Anleihekuh aus Italien, nicht vom Eis ist, so lange wird die Geschichte auf wackeligen Beinen stehen. Schauen wir uns den Renditevergleich zwischen Bund und 10-jähriger italienischer Anleihe an. Sehen wir hier praktisch etwas Risk-On. Die Renditedifferenz hat sich wieder verringert. Die Flucht aus Unsicherheit in Sicherheit ist ein bisschen gedämmt. Wir sehen hier den italienischen Leitindex, der mit am besten noch dasteht in Europa. So eine Art Erleichterungsrally, aber auch nicht so wahnsinnig viel, wenn wir uns anschauen, was da vorher passiert ist. In Spanien geht es weiter turbulent zu. Zwar will Ciudadanos, diese eher bürgerlich-liberale Partei, sich doch nicht anschließen dem Misstrauensvotum gegen Rajoy, aber die katalanischen Separatisten wollen das wohl und damit würde es wohl darauf hinauslaufen, dass es am Freitag dieses Misstrauensvotum gegen Rajoy, Ministerpräsident Rajoy, gibt und das würde aller Voraussicht nach erfolgreich verlaufen, daher der IBEX weniger euphorisch. Schauen wir uns die Amerikaner an, die sich einigermaßen halten. Man ist so ein bisschen wieder in diese Seitwärtszone eingetaucht. Der S&P 500 bei 2715, aber weit entfernt noch, oder einigermaßen weit entfernt von der 2740er Zone. Wir haben den Dow Jones bei 24.572 Punkten, 56 Punkten jetzt, also Erholung, ja, aber es ist eben jetzt kein Bullenrun der reinsten Sorte. Wir haben den Nasdaq, heute ist etwas gedämpfter, Apple kommt nicht so richtig aus dem Quark, daher vielleicht hier die doch etwas gedämpfte Stimmung. Wo richtig Euphorie herrscht, das ist der Russell 2000, der amerikanische Nebenwerteindex, heute mit einem Allzeithoch. Mohamed El-Arian hat gestern gesagt, dieser ehemalige PIMCO-Chef des Anleihehändlers PIMCO, ja, für mich ist klar, ich meide ausländische Aktien, gehe also in amerikanische Aktien und bei amerikanischen Aktien kaufe ich Domestic, also praktisch heimische Aktien, die praktisch auf den amerikanischen Markt fixiert sind, denn die haben das Dollarrisiko nicht, anders als die sogenannten Multinationals, also die US-Unternehmen, die zum Beispiel im Dow Jones überwiegend vertreten sind, die eben internationales Geschäft haben und die Dollarstärke des zweiten Quartals wird diesen Unternehmen ziemlich die Zahlen verhageln. Das ist noch nicht wirklich eingepreist an den Märkten. Wir haben, um zu den Devisen zu kommen, den Euro-Dollar bei 1.1612. Erholung ja, aber eben nicht so furchtbar viel. Wir haben den Dollar-Index, der zurückkommt, jetzt 94,32, aber nach wie vor natürlich im Aufwärtstrend trotz dieses Rücksetzers. Wir haben Gold. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht einschläft, wenn man hier den Kursverlauf verfolgt. 1301, wir haben Silber, 16,44 $. Öl kann sich jetzt etwas stärker erholen in den letzten Minuten, 77,22 $. Und wir haben aktienseitig eben Intesa San Paolo, die ich in letzter Zeit öfter gezeigt habe, diese italienische Bank, mit einer Erholung. Aber im Vergleich zu dem, was vorher passiert ist, ist auch das relativ mickrig. Und abschließend der Gewinner im DAX, der den DAX auch heute ein bisschen nach oben zieht, ist Bayer. Über 4% geht es nach oben, nachdem die US-Behörden den Kauf von Monsanto genehmigt haben. Damit wird praktisch Bayer der Platzhirsch in Sachen Pflanzenschutzmittel global gesehen. Und das, wie gesagt, hat den DAX ein bisschen nach oben gezogen. Also typisch, aber noch nicht sehr überzeugend. Dazu müsste mehr passieren. Dazu müsste irgendwie sich grundlegend etwas ändern. Wir haben heute ein bisschen Beruhigung gesehen, vorwiegend durch die italienische Anleiheaktion.
Aber es ist eben auch noch nicht mehr. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Die übergeordneten Themen, Handelskrieg, China, USA, sind dabei, sich eher wieder zu verschärfen. Heute hat Edward Wilbur Ross gesagt, die WTO, die Welthandelsorganisation, die sei doch praktisch Kasperltheater, die sei nicht mehr zeitgemäß. Also Attacke auf die WTO, Attacke gegen China mit diesen Zöllen. Ich hatte das heute Morgen und gestern schon erwähnt. NAFTA ist wohl erstmal wieder beerdigt, diese Nachverhandlungen. Jetzt kommen wahrscheinlich aller Voraussicht nach eben am 1. Juni die Zölle auf Aluminium und Stahl gegen die EU. Also es wird genügend Themen geben, über die die Märkte sich echauffieren können. Und ich hoffe, Sie haben jetzt einen wunderschönen Abend und Feierabend. Bis dann, ciao.